Ich bin eine sehr starke Verfechterin sogar eines gesetzlichen Mindestlohns. Also das haben wir im Landtag in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Also da gibt es ja die Position, sozusagen das auf der sozialpartnerschaftlichen Ebene zu belassen und Mindestlöhne pro Branche zu verhandeln. Ich finde, dass wir dort nicht wirklich wahnsinnig weitergekommen sind. Ich plädiere dafür, dass wir eigentlich einen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Ich habe, also ich, meine Beobachtung vor allem auch als Sozialpolitikerin ist, dass wir vor allem bei den niedrigen Löhnen Handlungsbedarf haben. Also angesprochen sind die hohen Wohnkosten, die hohen Lebenshaltungskosten in Vorarlberg. Und diese Familien, diese Personen müssen auch auskommen. Und deshalb haben wir vor allem bei den niedrigen Gehältern und Löhnen Handlungsbedarf. Wir haben uns im Regierungsprogramm für den eigenen Bereich, aber das ist natürlich ganz ein kleiner, das Land, also wo Land Arbeitgeber ist, also in der Verwaltung oder auch in den Spitälern, einen Mindestlohn von 1.800 Euro, also jedenfalls festgeschrieben. Den erfüllen wir auch. Ich bin der Meinung, dass es schon in diese Richtung gehen soll. 1.800 bis 2.000 Euro sollten wir eigentlich schon in vielen Branchen schaffen und würde von unten her schon einiges auch abfedern.